Einmal freue ich mich natürlich, dass ich heute einen besonderen Gast habe. Und dann freue ich mich auch, dass es heute das... Hörst du mich, lieber Rob? Ja. Rob ist an der Technik und sorgt dafür, dass ich überall Sound habe. Rob van Ray. Wir haben heute das Vergnügen, die letzte Folge der ersten Saison von Tatjana in Guests in diesem Jahr zu haben, vor der Sommerpause. Wir haben einen besonderen Gast. Den möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Also noch bevor ich ihn vorstelle, möchte ich doch das Tonproblem gelöst haben. Hörst du, dass ich manchmal so... Ja, manchmal ich bin gerade dran. Jetzt ist super. Nee, ich bin gerade dabei. Ach, du bist noch dabei. Oh, ja, ja, ja. Das Rauschgold hat ja eine wahnsinnige, tolle Anlage, die eigentlich reibungslos funktioniert. Aber bei der Derniere heute... Hallo, liebe spätgekommene Gäste, ihr seid gerade rechtzeitig. Ja, das haben wir auch gehört. Super. Schön, dass ihr da seid. Jetzt hört sich's aber ganz toll an. Was sagt ihr eigentlich zu meinem... Nee, jetzt hört sich wieder doof an. Was sagt ihr eigentlich zu meinem super Kleid heute? Zauberhaft. Ich habe heute einen Gast, der so viele Hollywood-Größen getroffen hat, dass er für mich im Prinzip Hollywood dadurch repräsentiert. Weil er nahe rankam an ganz große Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir alle nur aus der Ferne und aus irgendwelchen Zeitschriften anschmachten. Wir haben einen kleinen Film vorbereitet, Rob, wenn du ihn einmal zeigen möchtest. Klatsch einfach weiter, weil jetzt gehört die Bühne Ilan Speck. Bitte schön. Guten Abend. Lieber Ilan, den Platz.
dein Mikro. Also, da kann ich mich wirklich mit identifizieren. Mit diesen, darüber reden wir jetzt. Darüber reden wir jetzt. Ich muss erstmal meine Lesebrille aussetzen. Moment. Das wurde ja schon auf Facebook geschrieben. Der eigentliche Star des Abends bei Tatjana ist ja immer die Brille. Schlimm genug. Schlimm genug. Und das zweite Problem ist das Kleid, weil es ist ein Sitzkleid. Ach, nee, ein Stehkleid meine ich. So. Habt ihr am Wochenende, glaube ich, Liveboy gesehen? Ach so, warte mal, bin ich in der Ecke? Ja, so ist es. Ich kippel auch gerne. Das ist seit der Schulzeit. Liveboy hat mich inspiriert zu dem Song, nicht nur Wielands Biografie, über die wir gleich reden, sondern auch der Liveboy hat schamlos bei mir geklaut. Es waren ja im Prinzip nur Marlene oder Zara Leander Songs zu hören dieses Jahr beim Liveboy. Und da muss ich sagen, also da bin ich ja voll rehabilitiert, weil ja alle immer sagen, oh, die alten Kamellen langweilig. Nein, Liveboy ist ja wohl ein Vorbild, was man, dem man folgen kann. Insofern Prösschen. Insofern, ja. Oh, mein Glas ist vornehm gefüllt. Sehr voll. Geschafft. Geschafft, ja. Wieland, du bist seit 25 Jahren der Programmleiter der Sektion Panorama der Berlinale. Was ist an diesem Satz falsch? Naja, ich mache es seit 1982. 1981 war mein erster kleiner Film ausgewählt worden für dieses Programm Panorama. Mhm. Das Mikro, erzähl weiter, ich muss kurz mein Kleid. Tatjana, das ja. Mikro, ist das an? Mikro ist an. Nein, ist dieses nein, hier an? Ach so, warte mal. Gib mal kurz. Vielleicht können wir da. Das ist so, es ist einfach die Lesebrille. Ah ja, das kenne ich. Danke. Naja, jedenfalls sind es eigentlich 36 Jahre. 36 und, Jahre? Hätte es AIDS nicht gegeben, dann hätte ich auch nie die Leitung angestrebt, dieses Programms. Aber der damalige Leiter des Programms, Manfred Salzgeber, den kennen viele, zumindest auch heute noch durch die Edition Salzgeber, einen der größten Verleiher für queere Filme in Europa. Der Verleih ist damals auch gegründet worden, während wir am Programm gearbeitet haben, der Berlinale, und unser Schwerpunkt war queer, wobei es natürlich kein queeres Programm war. Das ist klar, kann man nicht machen. Berlinale ist ein Weltfestival, aber der queere Schwerpunkt war von Anfang an da, und Manfred starb 1994 an AIDS, und das war in der Zeit da sowieso. Links und rechts fast alle starben, die ich kannte. Aber wenn ich sage, du bist seit 25 Jahren Programmleiter vom Panorama, ist das noch richtig heute? Also, naja, das ist noch nicht offiziell, dass ich tatsächlich dieses Programm übergebe. Eine sehr enge Mitarbeiterin sitzt hier gleich vorne, Jenny Zöker, und konnte es gar nicht fassen, als ich das gerade so en passant erwähnte. Es ist so, nach 25 Jahren Filme gucken, und zwar etwa 1000 pro Jahr, und pro Jahr zweimal um die Welt reisen, kann man sich vorstellen, wie... Was das vielleicht mit einem macht, das kann man sich nicht vorstellen, was das mit einem macht. Erzähl's. Meine Aufgabe ist eigentlich die, immer die neuesten Filme zu finden von Filmemachern, die ich zum Teil auch erst entdecken muss oder mit denen man bereits schon eine Entdeckung hinter sich hat und man versucht, eine Karriere für die Filmemacher daraus zu machen, dass man die Filme hier in Berlin zeigt. Berlin ist ja nun nicht nur die Stadt Berlin, sondern wenn die Berlinale da ist, dann sind Zehntausende von Menschen angereist, die diesen Filmen dann eine Karriere geben über das Jahr und zum Teil bis in die Filmgeschichte hinein. Also diese Aufgabe erfordert extreme Aufmerksamkeit und Neugier. Und wenn man dann 25 Jahre lang jedes Jahr 50 Leute vorgestellt hat der Welt, dann könnte sich vielleicht so ein Gefühl einschleichen, dass Leute, die das auch können, die schon viele Jahre mit einem arbeiten, und die noch die Neugier der 30- und 40-Jährigen haben, vielleicht jetzt mal dran sind. Das ist eigentlich das Ganze. Für dich ist es eine Zäsur höchstwahrscheinlich, nach diesem Leben über 25 Jahre, was du gerade geschildert hast, jetzt an einem Punkt zu sein, wo du weißt, nächstes Jahr bist du in dieser Verantwortung nicht mehr. Wie fühlt sich das jetzt für dich an?
Naja, jetzt weiß ich es noch nicht so genau. Ich bin jetzt gerade aus Cannes zurück und das war die letzte Reise, die regulär seit 1977 war ich dahin. Also das ist quasi noch alles normal. Das wird sich für mich jetzt schlagartig ändern, wenn ich die ganze Zeit zu Hause bin. Also das weiß ich noch gar nicht, wie das ist. Wirst du über die Stränge schlagen? Wirst du die neue Freiheit genießen und viel Alkohol trinken oder ausgehen? Ob das nochmal einen Revival kriegt, weiß ich nicht. Das ist so schwer zu sagen. Das Ausgehen ist mir so ein bisschen abhanden gekommen. Wird sicherlich wieder stärker werden, das denke ich schon. Aber auch das nach Hause einladen oder zu anderen nach Hause gehen wird sich verstärken wieder. Das ist ja etwas, was wir in Berlin eigentlich relativ sträflich behandeln, weil wir diese wahnsinnige Kneipenkultur hatten und auch noch auf eine Art immer noch haben. Das heißt, man hat immer nachts aushäusig gelebt mit den Leuten, mit denen man die meiste Zeit verbracht hat, aber nicht zu Hause. Und wenn man jetzt weniger ausgeht, dann muss man natürlich auch wieder diese Art von Einladungen und sowas ein bisschen verstärken. Die letzten zwei Nächte habe ich zu Hause gekocht für verschiedene Freunde und sowas. War so schön. Naja, es geht gerade los, ein neuer Lebensabschnitt. Man könnte es ja fast vergleichen mit der Pubertät. Man müsste dann sagen Alterspubertät. Das ist jetzt eine neue Phase. Die Alterspubertät stellt sich bei mir eben so dar. Oder zu dem Begriff kam ich dadurch, dass ich merkte, ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine berufliche Situation so verändere, dass jetzt neue Abenteuer auf mich warten. Das ist das, was man meistens auf Englisch geschrieben bekommt, wenn jemand seinen Job wechselt. Ich will eigentlich die Pflicht loswerden, die so eine Arbeit mit sich bringt. Und dann erstmal gucken, wie fällt mir die Decke auf den Kopf? Was sind meine Abgründe? Wenn ich in der ersten Reihe stehe, was mache ich da draus? Das habe ich so ein bisschen vergessen. Das war früher als Künstler, ich bin ja Filmemacher. Da war das ganz normal, dass ich die erste Rolle spiele. Und jetzt habe ich einfach viele Jahre lang andere Leute in die erste Reihe gestellt. Und das rudere ich jetzt mal wieder zurück. Aber du sagst, die Decke auf den Kopf fallen, heißt das, du hast auch deine Lebenssituation geändert? Du bist mehr alleine, wohnst alleine, wohnst du immer noch in der Kommune? Wohnst du in welcher Situation? Ja, das ist auch eine große Veränderung, die dazugehört. Ich habe letztes Jahr die alte Kommune-Wohnung aufgelöst. Und das ist eine Wohnung, typische Berliner 200 Quadratmeter, Schöneberg, typisch, wie man es kennt, ein Palast. In den sind wir eingezogen 1977, da war das ein Loch, es war vollgestopft mit alten Zeitungen, alle Türen waren zugemauert, weil da viele Familien drin gewohnt haben aus der Nachkriegszeit. In genau dem Zustand war die Wohnung auch. In dem Zustand war sie im Prinzip auch noch, als wir wieder ausgezogen sind. Aber wir haben natürlich diese Türen und so weiter alle aufgerissen. Das heißt, wir wohnten da zu 8 Leuten über große Zeiträume, auf die meisten Zeiträume dann zu 5 und zum Schluss die letzten 15, 16 Jahre nur noch zu 2. Allerdings kein Paar gewesen. Das habe ich nie gemacht in meinem Leben. Ich war nie ein Paar. Daher der Song. Daher der Song. Vollkommen richtig. Ich brauche mehr Intuition als eine Person liefern kann und ich will mich auch nicht auf eine Person stülpen, weil ich glaube, die könnte das auch nicht aushalten, sondern braucht man mehrere. Aber ihr habt 15 Jahre, sagst du, mit einem Freund zusammengewohnt zum Schluss. Wenn sich das trennt jetzt, wie es sich jetzt getrennt hat, ist das im Prinzip wie eine Scheidung? Ist das was Komisches, plötzlich den nicht mehr um sich zu haben, mit den Macken, die einen genervt haben, mit all diesen Alltagsproblematiken, die sein könnten? Ja. Dazu kommt natürlich, dass ich so viel verreist war. Ne? Das ist das Geheimnis jeder guten Ehe, meine Lieben. Immer schön viel weg sein. Ein Drittel vom Jahr war ich ja quasi gar nicht da. Oder eigentlich ein halbes Jahr, weil die ganze Berlinale Phase ist ja auch so intensiv, da gehst du nur für 4-5 Stunden zum Schlafen nach Hause. Also von daher, die Abwesenheit war schon extrem bei mir. Ja. Und das hält Probleme durchaus auch in Schach. Ja, das glaube ich. Und wenn jetzt sozusagen diese Zäsur ist, alleine wohnen, plötzlich jetzt langsam sich bewusst werden, dass sich das Leben auch beruflich ändert, ist das eine ungewisse, also das ist sozusagen ja eine ungewisse Zeit im Leben. Ist das was, was du eigentlich schätzt oder bist du eher der Typ, der sagt, nee, ich habe es gerne immer so, dass ich weiß, was auf mich zukommt und ich bin immer eigentlich eher für, wie soll ich sagen, eine Konstante im Leben? Naja, eine gewisse Berechenbarkeit finde ich angenehm. Die versuche ich im Übrigen auch zu geben, meiner Umwelt. Das schafft man eigentlich, indem man relativ transparent sich verhält.
Das heißt, ich muss nicht auf die Berechenbarkeit achten, sondern ich verhalte mich so transparent, dass wenn jemand mich zusammenzählen kann, dann weiß der, wo er dran ist. Das ist sicherlich ein Element, das ich immer schon geschätzt habe, auch im Zusammenleben mit den anderen. Wenn wir 5 Leute waren, dann hast du natürlich sehr viele Unberechenbarkeiten und die waren mir immer recht, weil dabei kommt eben Inspiration zustande. Und es kommen Einflüsse zustande, mit denen man eben nicht gerechnet hat. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm immer. Also hast du Unsicherheit nicht als negativ empfunden, sondern als Inspiration? Naja, Unsicherheit, wenn sie existenziell wird, das heißt, wenn der Haussegen schief hängt und man sich verletzt und so weiter, das sind ja auch Unsicherheiten, das sicherlich nicht. Also das versuchte ich natürlich von mir fernzuhalten, was natürlich jeder tut. Das ist wahrscheinlich... Ja. Etwas Normales. Dennoch, viele Leute leben ja in Beziehungen für Jahre und machen das miteinander. Ne? Also das ist mir erspart geblieben. Okay. Manche Gäste, die ich hier hatte in dem letzten halben Jahr, zum Beispiel Jérôme Castel, die heute Abend auch hier ist, die zum Beispiel kriegt auch Sicherheit in ihrem Leben durch Vorbilder aus Film und Gesang. Also du hast erzählt, Jérôme, dass manche Liedertexte dich weitergebracht haben als 50 Tage Therapie und manche Filmszenen dir in bestimmten Situationen Stärke geben. Nun kennst du natürlich alle Filme. Bist du auch so, dass du manchmal im Leben sozusagen Filme rekapitulierst für dich, um in der Situation so und so zu funktionieren? Oder haben Filme diese Bedeutung für dich nicht? Habe ich vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Ja, guck, dafür musstest du zu Tatjana kommen und Frau Schgold. Also. Brava! Es gibt bestimmte Elemente in Filmen natürlich, die dich direkt ansprechen, die dich unter der Gürtellinie ansprechen. Damit meine ich jetzt nicht nur sexuell, sondern auf der intuitiven Ebene, die dir was geben. Letztendlich ist diese Betrachtung bei jedem Film mit dabei, wenn ich ihn auch angucke, um ihn auszuwählen. Denn das Programm ist ja ein erfolgreiches Programm. Das heißt, wir haben in 10 Tagen 100.000 Zuschauer in Berlin. Ja, das weiß ich ja. Aber diese Art von Korrespondenz mit so vielen Leuten, die die Filme gucken, die mögen natürlich nicht alles. Das ist ja klar, nicht jeder mag alles. Aber dennoch in dieser Kommunikation steckt wahnsinnig viel drin, weil ich quasi diese Filmemacher auch als mein Sprachrohr benutzen kann. Ja. Das ist schon wieder eine Ebene weiter. Ich dachte ja, Jérôme, als ich da für dich mitsprechen, wenn wir jetzt meinetwegen gestoppt werden von der Polizei, betrunken am Steuer, wen rekapitulieren wir sofort? Sunset Boulevard? Ich bin ein Star. Das kannst du ja aus dem Stegreif sofort jede Autorität um die Ohren schlagen und kommst als Siegerin aus dieser Situation. Das heißt, dieser Film bedingt dein Handeln für die Außenwelt. Gloria Swanson, ja. Gloria Swanson, ja, genau. Absolut. Und das hast du nicht, du hast ja eine andere Ebene. Das habe ich nicht. Das hast du nicht. Nee, das haben auch, glaube ich, nur Jérôme und ich, ehrlich gesagt. Ist ein Transit-Thema. Ja. Dein erster Langspielfilm über Wieland, über deine Karriere, kann man ja nun nachlesen. Alle Berufe, die mit Filmen zu tun haben, da kommen wir aber noch zu. Als Filmemacher war Westler 1985. Ich darf ihn kurz hochhalten, weil ich war der Einzige, wahrscheinlich, der ihn nicht kannte. Aber dieser Film hat Furore gemacht. Hast du ihn aus biografischen Gründen damals gedreht? Hattest du ein Erlebnis, was dem ähnelte? Hast du das künstlerisch sozusagen in dem Film verwertet? Ja, dazu muss man kurz sagen, um was es geht. Es geht um eine Ost-West-Liebesgeschichte. Und zwar gedreht zu Zeiten, als die Mauer noch stand und ich hatte einen Boyfriend in Ost-Berlin, den ich kennengelernt habe, weil mich ein Amerikaner so lange getriezt hat, ein amerikanischer Freund, das unbedingt auch den Osten kennenlernen will. Ich sagte, okay, dann gehen wir mal darüber zu den Preußen. Und wir haben uns da tatsächlich auf der Straße dann ineinander verliebt. Und das ist im Film tatsächlich so auch wiedergegeben. Toll. Weißt du noch, wo du dich verliebt hast? An welcher Ecke? Oh ja, das ist ganz einfach. Ecke Friedrichstraße unter den Linden. Da standen nicht die Gebäude, die jetzt da stehen, sondern so zurückversetzte, dieses wunderbare Hotel, das sie abgerissen haben, idiotischerweise. Und auf der anderen Seite die Espresso-Bar. Und da hat er gearbeitet. Und ihr habt euch an der Straße gesehen und es hat gefunkt?
Also wir haben uns auf der Straße gesehen und es hat gefunkt. Ich dachte, das war Quatsch, weg hier und so. Ne? Wir sind dann weitergegangen und merkwürdigerweise immer so einen Kilometer weiter tauchte der nochmal irgendwie im Straßenbild auf. Ja, der hat nicht locker gelassen, der schlaue Junge. Und am Alexanderplatz schließlich habe ich gesagt, das geht ja nicht, da muss ich auf den zugehen. Und das haben wir dann gemacht und dann sind wir zusammen zu dritt in die Schoppenstube gegangen. Die Schoppenstube sagt vielleicht einigen noch was. Das war eine von den drei Kneipen, genau, die es in Ostberlin gab. Und dort haben wir dann gesessen und gequatscht, bis wir gehen mussten wieder, ne? Natürlich Mitternacht. Und hast du dann, die Beziehung bedeutet dann ja, höchstwahrscheinlich auch wie im Film, immer wieder besuchen, rüber machen, durch diese ganze Prozedur gehen von dieser erniedrigenden Grenze. Hast du diesen Osten oder diese Liebe dadurch irgendwie als feindliche Umwelt abgespeichert? Hast du sozusagen gelernt, nicht nur schwul ist schwierig, sondern jetzt auch noch hier in so einem System ist extrem schwierig und man muss sich ganz doll zurückhalten mit seinen wahren Gefühlen. War das ein Lernprozess oder war das eher so in der Euphorie des Moments, dass du da so durchgeschwommen bist? Na, der Lernprozess fing viel früher an, der fing in den Mit-70ern an. Wir hatten Männer-Emanzipationsliteratur gemacht, aus der Kommune heraus, auch den Männerkalender, den ersten und sowas, weil wir dachten, es ist sowieso wichtiger, den Mann zu emanzipieren, als den Schwulen sozusagen, weil das Problem kommt ja nicht vom Schwulen, sondern vom Mann. Diese ganze Denkungsweise hat sich dann in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, wir haben Theaterstücke gemacht und so weiter. Und davon sind einige Publikationen in Osten gelangt. Und wir haben also um Ecken dann wieder Post aus dem Osten gekriegt und wir haben uns dann getroffen. Leute aus Erfurt und so weiter, so konspirative Treffen in Ost-Berlin, noch in den 70er Jahren. Das heißt, ich hatte schon eine gute Geschichte an dem Herausfinden von sozusagen Gleichgesinnten, die wie an anderen Stellen in Europa, also emanzipatorisch auch so drauf waren wie wir. Das ging auch bis nach Prag. Und von daher hatte ich da schon so einen Habitus, wie man mit dieser Grenze möglicherweise umgeht, die Sachen unter dem Pullover da reinschmuggelt, welches Gesicht man aufsetzt, welchen Ausweis man hat. Ja, ich habe einen westdeutschen Pass deshalb immer noch behalten, weil als Westdeutscher musstest du 2,5 Mark Eintritt bezahlen, aber du warst weniger verdächtig als Westberliner, warst du verdächtiger für die Sachsen, die Grenze bewacht haben. Ja. Hat dieser Film anderen geholfen? Glaubst du, dass Westler für die Identität von Schwulen eine Wirkung hat? Naja, zuerst mal sollte er uns helfen. Das heißt, mein Freund wollte unbedingt raus aus Berlin. Und ich sagte, wow, was für ein Klischee, so toll ist es im Westen auch nicht und so weiter. Weil ich kannte natürlich schon die Geschichte von einigen, die in den Westen gelangt sind und nicht wirklich Fuß gefasst haben. Das ist also war keine einfache Situation für Leute, die DDR so zu verlassen. Letztendlich wurde dieser Film dann geschrieben, das Drehbuch wurde geschrieben als Fluchthilfegeschichte. Ich wollte mit ihm in der Hauptrolle den Film illegal im Osten drehen. Man durfte im Osten natürlich nicht drehen, als Westler. Und ihn dann hier im Fernsehen zeigen. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich das Fernsehen schon so weit, dass sie die Story wollten. Also das ZDF hat diesen Film bezahlt damals. Und die haben auch wie alle Augen zugedrückt, weil das war ja auch politisch brisant. Aber ich hatte einen sehr guten Redakteur, der das ganz gut verheimlicht hat, auch seinen eigenen Leuten gegenüber. Das war eine sehr konspirative Sache. Ich musste ja auch einen Kameramann finden, der sich traut, illegal im Osten zu drehen. Ich musste Schauspieler finden, die im Osten sich haben drehen lassen. Weil wenn du dort geschnappt wirst, und kannst du natürlich im Knast landen, das ist klar. Auf jeden Fall, das war die Idee, mit ihm zu drehen, das Ding im Westen im Fernsehen zu zeigen. Wir wussten natürlich alle, dass sie im Osten Westfernsehen guckten. Und er würde dann zu einer Unperson werden. Nach dem Muster unserer Freundin Nina Hagen, die in dem Kino, das ich damals hatte, das Movimento hier im Gottbusser Damm, das hieß damals Tali-Kino. Das habe ich damals das Programm gemacht. Da saß Nina, als sie frisch im Westen war, in der ersten Reihe, guckte sich unsere verrückten Programme an
Also ich wusste, das geht. Man kann jemanden zur Unperson machen, indem man Öffentlichkeit herstellt im Westen. Das sollte die Idee sein. Hat es geklappt? Nee, das musste nicht klappen, weil 84, Ende 83, Anfang 84 oder Ende 84, Anfang 85, das weiß ich jetzt nicht mehr 100% genau, gab es zwei Ausreisewellen, beziehungsweise zwei Wellen, man muss sagen, Rausschmisswellen. Da waren eine Generation, unsere Generation in Ost-Berlin, im Prenzlauer Berg waren die alle, so, die hatten das so satt, wie die DDR war, dass sie sich so auffällig und obnoxious, würde man auf Englisch sagen, so unangepasst verhalten haben, dass auch die Stasi da nicht mehr hinterherkam. Die haben gemerkt, da ist eine ganze Truppe von Menschen, mit denen, die kriegen wir nie mehr wieder rein in unser Boot des Kommunismus. Und dann haben sie einfach entschieden, in zwei großen Wellen viele, viele Leute rauszuschmeißen. Und da war er bei. Und er war in der zweiten Welle okay, dabei. Okay, super. Hattest du denn als Jugendlicher auch so ein Beispiel, also meinetwegen, dass jetzt ein 15-Jähriger diesen Film Westler denn im ZDF sieht oder im Fernsehen sehen kann, hattest du solche Vorbilder, als du 15 warst? Nee, natürlich nicht. Als ich 15 war, war es 1966. Also bis 39, für alle, die mitrechnen können. Da gab es keine, also ich weiß noch, wie auf der Kaiser-Josef-Straße, was die Hauptstraße von Freiburg-Breisgau ist, wo ich aufgewachsen bin. Da hören wir heraus, er ist geboren in Freiburg. Lief auf der anderen Straßenseite mal jemand mit einer roten Hose und jemand sagte zu mir, der ist schwul. Also so weit ging quasi der Wiedererkennungseffekt. Und den musste ich jetzt quasi erst lernen. Ich musste diese Codes erst mal lernen. Es gab, das fand ich dann raus, auch zwei schwule Kneipen in Freiburg schon. Da war auch schon, da wurde auf dem Tresen schon Regret Trian gesungen und so weiter. Also es war plötzlich ein wildes Leben, sobald die Tür hinter einem zugefallen war. Natürlich. Und da bist du schon hingegangen mit 15? Nee, mit 15 nicht. Das war dann mit 17. Ja, okay. Mit 18 okay. Habe ich dann da schon Platten aufgelegt und so. Also ich habe sehr früh auch den Einstieg in die Kneipenwelt gefunden. Auch in roter Hose. Weil du gerade sagtest, alles was Film bedeutet, ich war natürlich auch ein Tresenschlampe, großen Teil meines Lebens. Wie jeder anständige Schwule, will ich hoffen. Und hast du dann damals auch schon dich in eine rote Hose gezwängt, damit du auffällig genug warst, um als Homosexueller zu gelten? Ja, das war sogar noch vor der Kneipenzeit. Bevor ich überhaupt Sex hatte, habe ich sozusagen versucht, Klamotten zu finden, die brüllen, die Leute anschreien auf der Straße. Was sehr schwierig war, damals konnte man die kaum kaufen, man hat die selber genäht auf der Nähmaschine meiner Mutter, wurden dann irgendwelche schrillen Stoffe zu, ich meine, ihr könnt euch erinnern, ne? Weite Schlaghosen, Schamhaargrenze, ein großer Knopf, so ein kurzer, sehr dicker Metall. Reißverschluss und so weiter. Also so, dass man heute rot werden würde, wenn so jemand über die Straße läuft. Das war damals mein Ding. Ich versuchte, durch Freiburg so zu laufen, dass die Leute links und rechts in die kleinen Bächlein tappen, die es in Freiburg gibt. Und das heißt, deine Eltern haben sich richtig gefreut über ihren Sohn? Mein Vater hat sozusagen weggeguckt, was nicht leicht ist in einer Dreizimmerwohnung, aber das hat er irgendwie geschafft. Und mein Bruder hat, der war 10 Jahre älter, der hat Reis ausgenommen mit 20, naja, da war ich noch 10, genau, der hat das gar nicht mitgekriegt. Und meine Mutter hat sich einfach nur gewundert. Die war eine sehr liebevolle Frau. Also das hat mir sehr viel Stabilität im Leben gegeben, weil es eine unhinterfragte, starke Liebe war. Aber sie hat nicht kapiert, was das ist. Und sie hat die Nähmaschine nicht versteckt? Nee, da hatte ich Freihand. Hast du denn damals gleich für dich entschieden, Angriff ist die beste Verteidigung, oder hättest du es lieber gehabt, heterosexuell zu sein? Ja, die Phase gab es natürlich auch. Erstmal musste ich ja kapieren, dass das schwul ist, was bei mir anders ist, als die Welt mir vormacht, dass es sein solle. Da kam aber schon sehr schnell auch ein Stolz rein, weil das Selbstbewusstsein war schon stark von mir. Aber
da gab es sicherlich auch diese Phasen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber wenn du das so nachfragst, dann denke ich schon, da, dass es da bis hin zu so als 14-Jähriger oder so 15-Jähriger, dass man da sich gefreut hätte, wenn das so wäre, wie die anderen denken, dass man sei. Wenn man so wäre, wie die anderen denken, dass man sei. Das heißt, dieses Nadelöhr, durch das ein Schwuler muss oder jeder, der nicht sichtbar anders ist, ist ja, man hat eine Welt, die einen liebt, eine Welt, die einen beschützt, eine Welt, die einen stabilisiert oder zumindest eine Welt, in der man einen Platz gefunden hat, sagen wir mal. Und irgendwann merkst du, ich bin nicht der, für den, die mich alle halten. Und das ist ein extremer Vertrauensverlust. Und jeder, der hier sitzt, wird das in gewisser Weise kennen. Und wie man da rauskommt, das prägt fürs Leben. Und du hast dich entschieden, da laut rauszukommen. Andere würden sich entscheiden, unauffällig da rauszukommen. Also als Homosexueller unerkannt durch die nächsten Jahre zu sich schlängeln. Aber du hast dich entschieden, schwul oder homosexuell zu sein. Machst du da eine Unterscheidung? Naja, damals nicht, aber inzwischen natürlich längst. Das kam allerdings erst dann mit der Schwulenbewegung, dass ich halt merkte, es gibt die Schwulenbewegung. Das sind zwei Handvoll Leute in West-Berlin und drei in Freiburg-Breisgau. Und es gibt Tausende von homosexuellen Männern, die allerdings eben nicht sich an irgendetwas beteiligen, was die Gesellschaft formen, gestalten oder verbessern könnte. Das heißt, die Entscheidung kam dann sehr viel später, dass ich sagte, okay, schwul muss man sich erst verdienen, homosexuell ist lediglich eine sexuelle Orientierung. Da kann man zwar nichts für, aber man hat auch nichts dafür getan. Also ich würde nicht jeden Schwulen nennen, der so als gerade auf Werbefang geht oder so. Hast du dich also als Außenseiter der Gesellschaft positiv empfunden, also als Paradiesvogel, als was Schönes? Absolut. Ja, ja nee, das war, ich meine, das war auch meine einzige Waffe. Meine Waffe war quasi mein Körper, also wie ein Schauspieler. Ja. Ja, ich konnte eigentlich nur zeigen, du redest ja nicht mit den Leuten auf der Straße, wenn du über die Straße läufst, redest du ja nicht mit allen. Aber mir war es wichtig zu zeigen, dass die was zu sehen hatten und was zu denken hatten. Das war mir eine Kommunikation sozusagen. Ja. Mit diesem gesunden Selbstbewusstsein hast du 1971 höchstwahrscheinlich auch, wie viele, den Film nicht Der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation oder die Gesellschaft, in der er lebt, gesehen. Was hat das bei dir ausgelöst? Naja, da war ich noch in Freiburg und bin nach Heidelberg getrennt, weil er an der Uni gezeigt wurde. Der lief ja erst 1973 dann in Westdeutschland im Fernsehen. Außer in Bayern, die haben ihren Sender abgeschaltet. 70, 71, als der Film ganz frisch war, in dem übrigens Manfred Salzgeber mitspielt und einen der längsten Küsse der Filmgeschichte darin abliefert, musste ich eben erst nach Heidelberg trampen, allein, und sah dann einen Film über eine Welt, die ich nicht kannte. Also die schwule Subkultur, die es in Berlin natürlich ausgestellt gab, genauso wie heute, sehr viel kommerzielle Welt, die war mir noch unbekannt. Also ich habe mich da drin nicht wiedererkannt, aber wusste natürlich trotzdem gleichzeitig, damit habe ich viel zu tun. Ja, so. Das war durchaus ein bisschen schockierend, weil ja Braunheim und die Leute, mit denen er den Film gemacht hatte, damals waren ja alles Gruppenarbeiten, das war ja nicht eine einzige Einzelperson, die den Film gemacht hat, die haben sich ja extrem über die kommerziellen Schwulen hergemacht und haben gesagt, kriegt euren Arsch hoch, kämpft für eure Rechte, erfindet neue Modelle des Zusammenlebens, seid keine spießigen Pärchen, macht nicht die Heteros nach, sondern macht Kommunen und bildet politische Gruppen und so weiter. Ne? Das war ein richtiger Aufruf, der kam bei mir natürlich sehr gut an, weil da war ich ja schon drin quasi in dem Denken. Ich hatte das bloß noch nicht so schwul gesehen. Ich war schon in der Kommune in Freiburg, aber da war ich der einzige Schwule. Wann bist du in die Kommune gezogen, mit wie vielen Jahren? 17. Oh, und Mutter war happy, oder? Nee, Mutter war extrem unglücklich. Ich musste mich daraus stehlen. Ich musste da mir dann heimlich die Sachen daraus schleppen, die ich brauchte und so. Und dann irgendwann war es halt so. Aber sie hatte einen guten Trick. Sie war eine sehr gute Köchin und hat meine ganze Kommune einmal die Woche zum Essen eingeladen. Ach toll. Ja, das heißt, wir fuhren... Applaus für die Mutter bitte, für allen, die heute hier sitzen. Das ist sensationell.
Ein Jahr später bist du dann nach Berlin gezogen. War der Film auch Auslöser dafür? Hast du gedacht, ich muss da sein, wo diese Sachen passieren? Ja, das lag im Prinzip an der Information, die ich in der Zwischenzeit über die HAW hatte. HAW, Homosexuelle Aktion West-Berlin. Also wenn ich hier in die erste Reihe gucke, sehe ich leere Blicke, was das angeht. Das musst du uns wahrscheinlich auch ein bisschen erklären. Später wurde das dann in Schwutz umbenannt. Das kennen wir natürlich. Gegenüber. Ja. Und das war natürlich noch an einer ganz anderen Stelle. Das war am Bülowbogen in der Dennewitzstraße. Das war die erste HAW. Ja. Und dort hat sich auch schon nach kurzer Zeit eine Etage mit den Lesben auch gebildet. Das heißt, diese Etagen waren übereinander. Allerdings hat man sich damals ziemlich angefeindet, weil die Lesben, die Männer, damals also die schwulen Männer in die Männerkiste steckten. Also sozusagen die Opfer des Heteromannes wurden mit dem Heteromann in einen Topf geschmissen und der Deckel drauf gemacht. Und das ging natürlich nicht gut. Aber untereinander waren sich die verschiedenen Fraktionen auch nicht grün. Das heißt also. Du kamst nach Berlin, bist zur Sitzung gegangen oder zum Plenum oder wie es immer hieß und hast gedacht, hier ziehen wir alleine einen Strang. Und dann passierte. Ja, dann hat man das, was man in dem Film gerade sehr schön sehen kann, übrigens von Jochen Hick, mein wunderbares West-Berlin, gerade im Kino. Der kommt jetzt gerade ins Kino, genau, hat ein paar Vorpremieren diese Woche. Da hast du Originalmaterial, wie du siehst, wie die verschiedenen Fraktionen innerhalb dieser Schwulenbewegung sich anfeinden und mit Rechthabereien überziehen. Also wie heute. Es ist im Prinzip wie heute. Ja. Was erstaunlich ist, es ist ja nur 40 Jahre her, oder wie? 45 oder so. Ja, das Raubtier Mann ändert sich höchstwahrscheinlich nicht. Und mein Gedanke aber an der Stelle, um das auszuführen, war, Moment mal, jetzt sind das zwar Leute, die sich versuchen zu emanzipieren, aber sie gehen miteinander um, wie die Hackordnung unter Männern ansonsten auch funktioniert. Also geht es eigentlich eher darum, dass wir als Mann kapieren müssen, rauszukommen aus diesen Machtstrukturen. Und das hat die Männerbewegung eben mit ausgelöst, weil da noch mehrere Leute waren. Unter anderem auch Elsa Maxwell, der jetzt der Produzent der Teddy-Show ist, ja, bei der Verleihung. Und so haben wir den Männerrat gegründet damals. Und was war der Männerrat? Das war eben eine Ansammlung von Männern, die. Da haben wir auch nicht auf die sexuelle Orientierung geguckt, sondern die den Mann so weit analysiert haben, die Männerrolle so weit analysiert haben, dass man daran arbeiten konnte, das aufzubrechen. Also man wollte sozusagen, dass wir 100% Menschen werden und nicht, wie die Gesellschaft das ja vorschlägt, nur 50% und die anderen 50% Emotionales mussten die Frauen als Arbeitsteilung mitbringen. Und wie habt ihr das versucht, konkret? Na, indem wir einerseits auch die Kleiderordnung durcheinander brachten. Also da gab es das, was man heute auch kennt, Männer in Kleidern mit Bart beispielsweise. Ne? Das war damals ein extremes Gänsehaut. Du kriegst Gänsehaut. Man kann aber inzwischen auch Song-Contests damit gewinnen. Also das ist alles, ich fand es übrigens auch scheußlich, aber das war eine ästhetische Frage. Und manche bärtige Männer haben Frauenklamotten angezogen, was ja an sich schon widerlich ist. Und dann. Und das war eben, genau, das war einfach so diese Art von, die Männerrolle aufzubrechen, das waren in politischen Aktionen, das war eine Hippieske, oder Späthippieske, Spontis hießen wir. Hat sich das auch im zwischenmenschlichen Bereich ja, klar. Wir haben Kommunen gebildet und Kommunen, das heißt also in einem Zimmer liegt alles voller Matratzen. Das ist das Schlafzimmer. Da heute nennen wir das Gruppensex. Und dann gibt es dann noch irgendwo ein Hochbett, falls mal jemand krank ist oder mit dem Sex irgendwie was anderes machen will oder irgendwas. Das waren einfach Zusammenhänge, die weit über die Grenzen der schwulen Emanzipation hinaus in so eine Männerwelt reingewirkt haben. Das ist natürlich schwierig insofern, als dass du nicht laut Werbung machen kannst für etwas, was viel zu laut ist und eigentlich lernen muss, leise zu sein. Also das war emanzipatorisch nicht einfach, aber immerhin so Stern und Spiegel, die kamen dann schon alle an und wollten wissen, was das ist. Wie lange? Mir tut es jetzt auch leid, dass deine Nachfolgerin, die berufliche Nachfolgerin hier sitzt, aber wie war es jetzt ganz konkret? Was habt ihr im Bett miteinander gemacht, um dieses Machtsymbol Mann
aufzubrechen, um andere Varianten reinzubringen. Ja, also ich möchte auch nicht sagen, dass man die Sexualität jetzt instrumentalisiert hat, um den Kapitalismus zu töten. Also das wäre jetzt ein bisschen zu weit gedacht. Und dafür ist Sexualität auch ein bisschen zu komplex. Man ist ja froh, wenn man sie hinkriegt. Und was wir da halt gemacht haben, ist auf jeden Fall kapiert, dass Penetration einerseits dieses männliche Element ist, das wir nicht wollen. Also erstmal der Vorschlag. Ohne, tausend Fragen. Tausend Fragen. Ohne, wir kommen heute zu nichts mehr. Ohne Penetration Sex zu entdecken, zu erfinden, Und wie war das? Zu erleben. Ohne Penetration. Und aber ja, pass auf, das andere Element ist ja, dass der Mann ja mit einem anderen Mann beides kann. Ja, man kann sich ficken lassen und man kann ficken. Das heißt, dass sich ficken lassen, ist natürlich auch wiederum eine riesige Leistung gewesen, raus aus dem, was ja die Männerrolle vorschlägt und behauptet, dass sie das will. Von daher hat man mit diesen beiden Elementen eine äußerst dynamische Situation gehabt, mit der wir dann eben umgegangen sind, wie jeder das so geschafft hat. Und glaubst du denn, wenn man heute, also wenn ich jetzt aus meiner Erfahrung spreche, dann würde ich sagen, dass heute ganz wichtig ist, immer noch dieses Dominanzding, der penetriert ist, der Kerl, also jetzt auch in Deutschland, wir reden jetzt gar nicht von irgendwelchen anderen Staaten, sondern dass die Machtspiele zwischen den Schwulen im Sex extrem darauf noch hinauslaufen, auch abseits Fetischszenen etc. pp. Glaubst du denn, dass eure Bewegungsarbeit auf dem Matratzenlager irgendwas gebracht hat oder ist das jetzt alles total gescheitert? Naja, es hat jeden dort natürlich dorthin gebracht, wo er heute ist. Also von daher, was es jetzt für eine Außenwirkung hatte, ist eine andere Frage. Wir haben den Heteromännern beispielsweise auch vorgeschlagen, schneidet doch einfach die Samenleiter durch. Das ist ein relativ einfacher Eingriff. Während die Frauen alle im Kreis saßen, mit den Spiegeln sich zwischen die Beine geguckt haben, haben wir gesagt, da heben wir mal den Hodensack hoch und schneiden mal eben diese Samenleiter durch und schon macht man keine Kinder mehr. Großartig, ist besser für die Welt. Also von daher gab es schon eine Menge Ansätze, tatsächlich einzugreifen in das, was man als sexuelles Wesen auch gesellschaftlich dann verbricht. Und hat sich eine Hetero dazu verleiten lassen? Ja, ja, das gibt es ja heute noch. Ich kriege heute noch E-Mails vom Vasectomy Day. Vasektomie ist ja die Harnleiter durchschneiden. Nicht Harnleiter, Samenleiter durchschneiden. Den Harnleiter lassen wir besser dran. Ja. Und das ist heute noch eine Bewegung, so wie es eine Bewegung gibt, die vor heute wieder dran zu nähen oder irgendwie ja herzustellen ja und so weiter. Ne? Bei Leuten, die beschnitten werden, weil die Beschneidung bei Männern ist zwar nicht so katastrophal, sagen wir mal, wie es bei Frauen ist, aber es ist natürlich auch ein vollkommener Eingriff, einfach meistens bei Menschen, die noch nicht ja und nein sagen können. Und das heißt, dass du damals, wurden damals, also deine Überzeugung damals, nicht monogam zu leben, nicht in diesem Machtgefüge als Mann weiter zu leben, hat sich das durchgehalten bei dir? Also hast du, war das eine Phase oder war das so eine bestimmte politisch und 70er und Aufbruch und so? Oder war das etwas, was du bis heute, wo du hinterstehst, wo du sagst, das waren die richtigen Grundsätze und das glaube ich heute auch noch? Nee, dahinter stehe ich auf jeden Fall, aber ich denke auch, dass es einfach zum Leben dazugehört hat. Wir haben ja damals so eine Art von umfassender Weltsicht gehabt. Arbeiten, lieben, Geld verdienen, Ferien fahren, das ist alles dasselbe. Ja, also man hat alles mit allen geteilt und man hat nicht das Leben segregiert in jetzt fahre ich wieder zwei Wochen in Urlaub, dann ackere ich und bin schlechter drauf und dann lache ich irgendwo auf irgendeiner Südinsel oder so. Das hat man ja nicht gemacht. Man hat alles verbunden in ein Leben. Und hast du das geschafft? Und das ist noch geblieben, ja. Ach, das ist natürlich beneidenswert. Applaus für dieses Leben, was wir bisher, also ich zumindest in meinem Leben nicht geschafft habe. Ein wildes Leben. Du bist dann, hast du schon erwähnt, Kinobetreiber geworden. Du hast das Tali hier um die Ecke mitgegründet. Welche Filme habt ihr da gezeigt? Waren das jetzt auch alles nur bewegte Filme oder war es da haben wir unsere Lieblingsfilme gezeigt und zwar ganz konsequent, auch wenn nur drei Leute kamen, das war uns egal. Wir haben jeden Tag. Uns heute auch. Genau, das ist ab fünf Leuten wird hier gespielt. Genau. Manchmal auch, wenn es die richtigen drei waren, auch für weniger. Ja.
Das war da nicht anders. Wir haben einerseits eben unsere Lieblingsfilme rausgesucht und gefunden, zum anderen natürlich auch Filme von der jungen Generation an Filmemachern, die gerade erst aufgeblüht sind. In den 70ern gab es einen ganzen Schwung an jungen Filmemachern. Und deshalb hat sich ja nachher auch dieses Panorama gegründet. Man brauchte sozusagen auch einen Widerhall im Festival für diese neue Generation an Filmemachern, die alle Filme gemacht haben, die eben auch aufs Publikum geguckt haben oder auch nicht. Also das war einfach nur eine Auseinandersetzung mit dem Leben und dem Lebensgefühl dieser Zeit. Ein Film hat sich dann, also da beispielsweise Ken Russell-Filme, ne? Ja. Derek Jarman damals als Ausstatter, als Filmarchitekt bei Ken Russell, Boyfriend oder auch so Sachen wie Bugsy Malone, falls das jemand kennt, Jodie Foster in ihrer allerersten großen Rolle, großartiger Film zum Mitsingen. Wir haben also sehr viele Filme, die uns Spaß gemacht haben, gezeigt, aber eben auch sehr viele politische Filme, die damals gemacht wurden, die Anti-Atomkraft und so weiter, war alles mit dabei. Und dann kam die am Kudamm, die Rocky Horror Picture Show. Und dieser Film lief dort 5 Tage und flog wieder raus. Der wurde auf Englisch gezeigt, das kann man heute machen, konnte man damals noch nicht. Und war nach 5 Tagen weg. Die 20th Century Fox hatte diesen Film und wollte mit diesem Film in Deutschland gar nichts machen. Wir hatten den Film genau in den 5 Tagen gesehen und haben die einzige Kopie in Deutschland zum Thali-Kino geholt. Und das war ein Renner mit dem schwulen Publikum. Und das haben dann erstmal 3-mal die Woche und jedes Wochenende bis irgendwann 3-mal pro Tag. Und die Busse kamen aus Westdeutschland und haben daran teilgenommen. Die ganzen Neuköllner Kreuzberger Jugendlichen haben die Show gemacht. Und das Kino flog natürlich auseinander. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das mal mitgekriegt habt, aber damals hat man also Reis geschmissen und Wasser gegossen und Zeitungspapier und das quoll also unter den Sitzen und die Sitze brachen raus. Und es war also eine Katastrophe. Das Kino war runtergerockt. War übrigens ein sehr tolles Kino, damals schon von der Historie her, weil es einen Spiegelsaal hatte. Das heißt, man konnte einmal im Saal sitzen und den Film gucken. Man konnte aber auch hinter die Leinwand gehen, wo ein großer Spiegel aufgestellt war, in dem man den Film dann richtig rum sah. Also man sah ihn quasi falsch rum und richtig rum. Das war der Spiegelsaal. Jetzt sind es 3 Kinos, davon ist jetzt nichts mehr übrig geblieben. Aber es ist das älteste noch laufende Kino in Deutschland. Und wie lange habt ihr den Film Rocky Horror Picture Show gezeigt? Bis Ende 79, glaube ich. Dann brach der Laden tatsächlich ganz zusammen. Wie liefen denn die 70er für dich jetzt so im Rückblick, wenn du grob das Jahrzehnt jetzt charakterisieren solltest? Nostalgisch oder froh, dass es vorbei ist? Oder würdest du es bewerten? Naja, das hängt natürlich an dem eigenen Lebensalter. Ja. Das waren halt meine 20, da war ich in den 20ern und das ist eine Zeit, in der man wahnsinnig viel herstellt, wovon man später dann zehrt. Von daher war es eine wichtige Zeit für mich persönlich, einfach weil ich in diesem Alter war. Aber es war eben auch eine Zeit des Aufbruchs. Interessanterweise haben wir es mit einer Gesellschaft zu tun gehabt, also die Älteren, die uns nicht kapiert haben, null. Wir waren für die nicht zu lesen, nicht zu kapieren, wie wir aussahen, was wir gemacht haben. Das waren alles Sachen ohne Beispiel. Und das hat uns auch sehr viel Freiheit gegeben, im Übrigen, und wahnsinnig viel Chuzpe. Und die haben wir natürlich ausgenutzt, ohne zu wissen, dass das eine relativ einmalige Situation ist oder vielleicht nur alle 300 Jahre wiederkommt oder so. Toll. 1978, dann hast du als Schauspieler eine prägende Statistenrolle gehabt. Den Ausschnitt, lieber Rob, wollen wir denn mal kurz zeigen. Applaus. Nee, alles super. Ihr müsst ihn suchen. Wer weiß. Come in. Mit Ton wäre super. You dance quite well. Champagne? Dom Perignon, my favorite. Dancing, music,
Champagne. The best way to forget until you find something you want to remember. Have you got a military education? Yes, my father is Colonel von Bashansky. Any other credentials? Languages? Jetzt hättet ihr klatschen müssen. There's one thing I don't like. Poor fantasy in speech. It lacks charm. And you don't seem to lack anything. How's your French? Oh, I've spent a great deal of time in one of their hospitals. Why all the questions? Let's call it an interview. A recruitment, if you like. Isn't that a term in the military use? Yes, yes. I suppose so. I'm the head of the regiment of sorts. The gigolos. Yes, the lieutenant told me. All you need is a battlefield. Right there. It's for you. Meine Lieben, diesen Film können wir noch stundenlang gucken, aber... Schöner Gigolo, armer Gigolo. Dreharbeit mit Marlene Dietrich. Wie war sie denn, Mensch? Also, man muss sagen, gegenüber tanzte Lotte Huber. Ja. Evelyn Könige. Kim Novak. Ja. Die habe ich also alle getroffen. Die hast du alle getroffen. Marlene Dietrich habe ich nie in meinem Leben getroffen. Die Wunder des Films. Die Szene mit ihr wurde in Paris in ihrer Wohnung gedreht. Das war der einzige Weg, wie der Regisseur, übrigens David Hemmings, der den Macker spielt in Blow Up, war der Regisseur, Marlene dazu brachte, mit viel Geld natürlich auch, weil sie war knapp bei Kasse, tatsächlich auch noch den Spruch zu sagen, Dom Pérignon, mein Lieblingschampagner. Ich bin in den Erdboden versunken, als ich das sah. Ja. Dietrich in ihrer letzten Rolle mussten... Abliefern. Ja, das war gemein. Ja. Aber dennoch, natürlich David Bowie, das war großartig, mit ihm mehrere Tage ganz nah umzugehen. Das war toll. Und du sahst super aus. Und es ist Filmhistorie, also gerade dieser Ausschnitt ist ja das Einzige, was man von dem Film kennt. Der Film ist relativ laut. Ja, der Film ist relativ laut. Aber er macht trotzdem, also man kann ihn wirklich mal zu Hause angucken, der macht schon Spaß. Und was du ja nicht weißt, höchstwahrscheinlich ist, dass ich 1990 noch bei Marlene die einzige Besucherin war und von ihrem Nachttisch klauen konnte, ihr Adressbuch. Und ich habe mir dann die Mühe gemacht, dieses Adressbuch noch mit einigen persönlichen Anmerkungen zu vervollkommnen. Und das wollte ich dir jetzt gerne nochmal schenken. In Klammern, man kann das in Berlin überall kaufen. Das ist ja ein Hammer. Ne? Vielleicht ist da auch ein oder zwei Bemerkungen über die Dreharbeiten von diesem Film. Lieber Wieland, du bist dann noch schön. Gerne. Du bist danach dann nach Amerika gegangen und was du da alles erlebt hast und wie das alles dann zu Ende ging oder nicht, das hören wir nach der Pause, weil das wird klappen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Sag, Wieland, auf deiner DVD, die ich hier erstanden habe, wo nicht nur Westler drauf ist, sondern auch deine Kurzfilmsammlung unter Männern, da ist auch der erste Kurzfilm, den du jemals selber als Regisseur gedreht hast, drauf. Der heißt David Montgomery und ich. Wenn man den heute bei der Berlinale einreichen würde, was hätte der für Chancen? Das ist schwer zu sagen. Achso, einmal hoch, also, warte. Ich sehe das auch immer nie. So, bitte. Das ist schwer zu sagen. Es war damals eine Situation, die kann man nicht nochmal nachspielen eigentlich, weil unser Vorführer aus dem Thalik-Kino, ihr erinnert euch, das Kino, das zusammenbrach unter der Last von Rocky Horror, dieser Vorführer ist, nachdem ich nach anderthalb Jahren aus Amerika zurückgekommen bin, mit diesem Filmchen, den ich in San Francisco gemacht hatte, war der Vorführer des Auswahlkomitees bei der Berlinale geworden. Ah, Vitamin B.
Und der fand den Film so klasse, dass er den einfach dort vorgeführt hat. Der stand auf keiner Liste, der war auch nicht angekündigt. Ich habe keine Anmeldegebühr bezahlt und so weiter. Der hat den Film einfach da reingelegt, 15 Minuten. Und die fanden den toll. Und, außer Konkurrenz. Vollkommen außer Konkurrenz. Da gab es ja schon diese Reihe, die ich jetzt geleitet habe, viele Jahre. Und die war ganz neu. Die war 80 gegründet, 81 haben sie den Film eingeladen. Ah ja, super. Guckt ihn euch an, kauft euch die DVD. Du hast, du bist rüber nach San Francisco 1979. Warum im Prinzip? In Berlin lief doch alles super. Nee, Berlin war gerade am Ende. Das Kino war am Abkacken. Ich wollte mit dem Geld, wir haben ja Geld verdient. Und das ist allen, die wir da beteiligt waren an dieser Gruppenarbeit Kino, noch nie passiert gewesen im Leben. Und das war ja auch die Zeit der ersten großen Kokainwelle nach Krieg. Und der Kokain war damals sehr teuer. Und wir hatten ganze Bands, die bei uns Fans waren. Und wir waren da alle bei der Kühltruhe, wo das Eiscreme innen drin ist. Das war also ganz weiß bestäubt. Wie heute im Irrenhaus Berliner Queer. Verstehe. Und dort habe ich dann die Droge kennengelernt. Und habe auch gemerkt, dass es meine Droge nicht ist, auch wenn sie einen für ein paar Stunden ein Gefühl beschert, als wäre man echt der King. Aber ich habe ja gewusst, dass es nicht stimmt. Und viele andere haben das halt nicht kapiert und haben dieses King-Gefühl sich dann pausenlos reingezogen. Das war quasi das Geld, das wir damals gemacht haben mit diesem Film. Und ich wollte den Verleih gründen, habe in Cannes einen Film gekauft auf dem Festival und der sollte unser erster Film werden. Und als ich das Geld holen wollte, merkte ich, es ist weg. Das war die eine Sache, also eine Katastrophe. Und die andere Katastrophe war, ich hatte damals eine Hauptrolle bei Rosa von Braunheim. Der hatte einen Film, der hatte zum ersten Mal Geld für einen Film bekommen. Übrigens, das war das erste Mal, dass er eine Million hatte für einen Spielfilm. Wow, 1979 irgendwas? 78. 78 ist das natürlich sehr, sehr viel Geld. Eine Million Mark, das war unvorstellbar. Heute, unvorstellbar. Heute gucken dich die Leute vom Abschlussfilm einer Filmschule schon an. Was für eine Million? Ja, so. Kann man sich nicht vorstellen. Nee. Und sie reden von Euro. Naja gut, auf jeden Fall, dieser Film wurde nichts. Wir haben dann gedreht in New York. Rosa hat mich nach New York geschleppt. Gut, das Geld war da, der Drehort war New York. Du bist eingeflogen worden, alles richtig dick. Chelsea Hotel. Auch legendär. Ja, zwei Türen weiter von Nancy und Sid und so weiter. Also das war alles furchtbar aufregend, ja. Aber wir hatten eine Paranoia entwickelt und konnten uns nicht mehr verständigen, der Regisseur und ich. Was heißt, ihr hattet eine Paranoia entwickelt? Naja, mehr kann ich das jetzt nicht, das muss ein Psychologen fragen, wie das dann genau... Achso, also ihr seid im Prinzip in New York aufeinander getroffen und konntet nicht mehr kommunizieren? Wir sind von Berlin aus nach New York und dort hat die Kommunikation dann einen schweren Dachschaden erlitten. Dann schickte mich Rosa mit seinem Assistenten, damals sein Boyfriend, großartiger Mann, Michael Shepard, der schneidet immer noch alle Filme von Rosa. Mit dem konnte ich Gott sei Dank da noch reden. Der schickte mich dann mit dem Kameramann zum Drehen oder schickte mich in Kostümverleihe, um Kostüme zu besorgen. Ich war noch nie in New York gewesen, also das habe ich alles geschafft. Wir haben auch gedreht und so weiter. Aber der Film kam eben mit mir nie zustande. Später wurde dann ein Punkmusiker, auch ein Freund von mir, Mark I hieß er, und die Band hieß Dina Testbild. Der sah so ähnlich aus wie ich und der hat dann die Rolle gekriegt und sie haben den Film gedreht. Weil Rosa mit dem reden konnte, im Gegensatz zu dir. Ja, im Prinzip war die Rolle dann schon ausgearbeitet. Man hat quasi das, ich habe das auch auf Video schon vorgedreht gehabt, in Berlin. Ich wäre ja so bis in die Steinzeit beleidigt gewesen. Ich hätte ja nie wieder ein Wort mit Rosa gesprochen. Hast du das denn jemals aufarbeitet? Ja, das war damals eben die zweite Katastrophe. Und deshalb bin ich dann aus der Stadt geflüchtet sozusagen. Also gefühltermaßen geteert und gefedert bin ich nach San Francisco auf eine Filmschule gegangen und habe da das erste Filmchen gemacht. Und war denn San Francisco für dich nach Berlin nochmal eine Potenzierung des schwulen Paradieses? Also Castro Street, eine Community, die fest in der Hand wahrscheinlich dieser Tom of Finland gestalten war?
oder? Vor allem Peter Berlin war irgendwann. Peter Berlin, dieser Pagenkopf Porno-Heini mit der Riesenbeule, ja. Das heißt, das waren so die Role Models damals. Ja, aber nicht so sehr für mich. Es war quasi die erste Phase des Clones. Also die erste Phase, dass schwule Männer so massiert auftraten, dass sie einen eigenen Stil entwickelten, den man sofort erkennen konnte. Das waren die karierten Hemden, das war der Rucksack, das war ein kleiner Teddy, der da hinten raushing, es waren die Taschentücher links, rechts, verschiedenen Farben und das waren Rollschuhe. Was hast du davon übernommen? Das habe ich dann plötzlich in San Francisco entdeckt, also quasi eine schwule Bevölkerung habe ich entdeckt und das gab es in Berlin natürlich nicht. Nein. Und das war schon sehr beeindruckend, allerdings war es nicht meine Welt. Ich war ja künstlermäßig irgendwie New Wave, sonst was. Kannst du das nochmal kurz beschreiben an Äußerlichkeiten? Also wir haben ja noch vor Augen die Schlaghose auf der Nähmaschine der Mutter in kreischenden Farben, sodass die Leute in die Bächlein fallen. Bist du so auch in San Francisco über die Straße gegangen und sind die Peter Berlins der Stadt im Prinzip angeegelt von dir zurückgewichen oder wie? Nee, das überhaupt nicht. Nee, also da war die Toleranz war eine extrem große auch in der Stadt. Es gab Platz für einen wirklich. Absolut. Okay. Aber trotzdem warst du da so ein Sonderfall. Mein Boyfriend, den ich dann fand, das war ein Sänger, der hatte einen ähnlichen Stil. Du musst dir vorstellen, eher so durchsichtige Regenmäntel mit wenig drunter an, ganz enge Hosen mit riesigen Schuhen, mit Reißverschluss. Irgendwie war es ein ganz anderer Look. Es war ein merkwürdiger Look einfach. In erster Linie, aber eben auch elegant. Das war ja dann auch so ein Markenzeichen. Boyfriend hört sich ja nach Zweierbeziehung, Monogamie, die Heirat irgendwann. Wenn nicht offiziell, dann inoffiziell. War das so mit deinem Boyfriend? Nee, der hatte ein lesbisches Girlfriend. Mit dem zusammen hat er heterosexuelle Love Acts gemacht in einer Rotlichtspelunke damals im Rotlichtbezirk. Wie hieß das nochmal? In San Francisco gibt es immer noch Tenderloin. Und die Kneipe hieß The Hungry Eye. Und ich habe in meinem Art-Institut bis nachts um zwei Filme geschnitten, habe ihn dann abgeholt, weil um 2 Uhr hat er in San Francisco, anders als in Berlin, alles zugemacht. Und dann habe ich ihn da immer abgeholt, kam ich also rein, die Huren, die da gearbeitet haben, haben mich da hingesetzt, mir einen Drink gebracht und ich habe zugeguckt, wie der heterosexuelle Love Act meines Boyfriends da auf der Bühne zu Ende geht und dann sind wir zusammen nach Hause gegangen, in den Castro District. Das war eine aufregende Zeit, weil ich wusste damals, wenn ich nach New York gehen würde, würde ich wahrscheinlich untergehen. Warum? Im Getriebe, okay. Würde ich nur noch Party gehen und San Francisco ist natürlich der sehr viel langweiligere Ort gewesen. Aber sind die denn solche menschlichen Gefühle wie Eifersucht, Besitz, Besitzdenken und das ist mein Boyfriend, den will ich jetzt nicht teilen, das ist dir immer fremd gewesen, im Prinzip angelernt oder aus Natur? Ich glaube, das ist Natur. Das ist Natur. Du glücklicher, gesegneter Mensch. Bei mir ist es ein bisschen anders, glaube ich. Ich hätte nicht diese Toleranz allen Spielarten gegenüber. Du weißt ja, wie es ist, wenn man verliebt ist. Wenn man verliebt ist, dann akzeptiert man alles. Dann gibt es solche Formate, die sich eine Weile einfach bewahrheiten, weil die Verliebtheit die herstellt. Ja, das stimmt. Aber sobald die Verliebtheit weggeht, öffnet sich das wieder und es wird was anderes daraus, während andere denken, sie müssen das ewig festhalten. Ja, ich. Das hatte ich nicht. Ja, toll. Applaus. Zahlendes Publikum. Das muss man sich erstmal erarbeiten, so eine Geisteshaltung und so ein Leben zu leben. Das ist nicht so ohne. Wieso bist du denn aus dieser, wie es sich jetzt anhört, sehr schönen Situation wieder nach Berlin gegangen? Ja, weil das Geld nicht gereicht hat. Es hat nur gereicht für einen bestimmten Zeitraum. Ich hatte dort quasi, konnte man nicht arbeiten. Also das war wirklich fast unmöglich. Ja. Und wenn du da in einem Café mal untergekommen bist, so ein bisschen arbeiten, dann hast du so wenig verdient, dass du quasi nicht mehr studieren gehen konntest. Ne? Also ich konnte da nicht mehr in die Schule. Ich hatte in Berlin einfach 2 Jobs gemacht für eine Weile. Einen Tagesjob am Telefonhörer für die Mitfahrzentrale, das war damals ein ganz wichtiges Element der Bewegung, nicht der Bewegung, sondern des Sichbewegens im Land, vor allem aus Berlin raus, ne? Das ist ja alles Mauerzeit, also man musste mit diesem Mitfahrzentralen durch diesen DDR-Korridor durch und nachts habe ich im Kerell
die Cocktails gemixt. Carell war damals so der schwule Dschungel, könnte man sagen. War so eine moderne, neue, elegante Art von Kneipe. Als du wieder aus San Francisco in Berlin warst? Vorher. Ach, vorher. Also, Ja. Carell war danach. Davor war ich in anderen Kneipen. Ja, ja. Stimmt, so ein anderer. War Schlampe halt. Ja. Und als du wiederkamst, hast du relativ schnell bei der Berlinale angedockt und hast da angefangen. Das lag an diesem Kurzfilm. Dadurch bist du in den Wettbewerb gekommen. Oder das war nicht Wettbewerb, das war ein Programm, ja, das jetzt Programm heißt. Und dann hast du als Assistent von dem Mann. Ich habe im nächsten Jahr gefragt, brauchst du nicht jemanden? Und der war damals noch allein in diesem ganzen Programm. Ja. Und da sind wir sofort sehr eng aneinander gewachsen sozusagen. Und hast du denn gleich von Anfang an den Wunsch gehabt, schwul, oder damals gab es das Wort vielleicht noch nicht, queere Filme müssen mehr ins Zentrum gerückt werden eines Wettbewerbs wie der Berlinale? War das sozusagen auch schon dein Anspruch? Ja, das war nicht nur Anspruch, sondern das war ganz normal. Ich hätte nichts anderes gemacht. Damit kam ich, egal was ich gemacht habe, war im Prinzip, was wir vorhin schon hatten mit dem auffällig Aussehen. Ja. Das hat sich dann später politisch so verlagert, dass man mit mir eigentlich nicht umgehen konnte, egal wer, ohne das Schwule mit zu begreifen oder zu denken oder damit umzugehen. Und bei Manfred Salzgeber war das natürlich schon längst auch der Fall. Das heißt, wir haben uns da einfach deswegen zwei haben sie getroffen, die so sehr auf einer Ebene waren. Du hast 1987 dann mit dem Teddy gegründet, den Schwul-Lesbischen Filmpreis. Wie würdest du die Bedeutung von Teddy heute einschätzen? 2017, das ist ja nun auch schon wieder ein paar Jahre her. Naja, er hat etwas erreicht, dass er tatsächlich weltweit bekannt geworden ist. Und zwar eben nicht nur als Filmpreis, sondern als queerer Filmpreis. Ist er bekannt in Ländern, in denen man nicht mal queer leben kann. Und das ist tatsächlich ein großes Verdienst, was dieser Preis erwirtschaftet hat, sozusagen über die Jahre, ein politisches Kapital. Die Jury besteht aus 9 Leuten aus ganz verschiedenen Ländern des Planeten. Da sind also Leute dabei aus Uganda und aus Ländern, wo man tot gemacht wird, einfach dafür, dass man schwul ist. Das sind Elemente, die sehr viel politisch bewirkt haben bei der Presse, die darauf achtet, bei den Filminstituten der verschiedenen Nationen. Also wenn ich durch die Welt reise, und die zeigen mir 20 Filme, dann sage ich ja, sage mal, da ist ja nichts Queeres dabei. Wie kommt das? Dann sind die ganz verlegen und tuscheln und dann muss jemand losziehen und sich danach erkundigen, ob sowas überhaupt gibt bei uns, also so à la Tschetschenien, ja, gibt es nicht. Oder auch Schwaben, ihr erinnert euch vielleicht an den Film Ich kenne keinen, auch nochmal Jochen Hick, ja. Großartiger Film über die schwule Befindlichkeit auf dem Land bei uns, Ich kenne keinen, großartig, wenn man den nicht kennt, es lohnt sich sehr, den zu gucken. So auf diese Art und Weise bin ich durch die Welt gegurkt und habe halt überall so schwule Türen überhaupt erstmal an die Wand gemalt. Auch in Ländern wie, was weiß ich, Kenia, Jemen, was auch immer, wo es dezidiert illegal ist. Ja, nee, ich war nie in Kenia, ich war nie in Jemen. Also das heißt, meine Reisen haben mich schon immerhin dahin gebracht, wo viele Filme gemacht werden, ne, in Jemen. Okay, also in Filmländer, wo jetzt queer nicht im Vordergrund stand, da hast du es rausgegraben, rausgeholt, präsentiert und dadurch etwas bewirkt. Lateinamerika beispielsweise war am Anfang sehr verschlossen. Ja, ja, ja. Dabei tobte dann natürlich das Nachtleben tobte da. Ja. Aber nach außen gab es das nicht und so weiter. Also da in Asien auch, in Korea, als ich anfing nach Korea zu fahren, war das vollkommen peinlich, danach gefragt zu werden. Kultur, du hast alle Tabus dieser Kultur mitgebrochen auch dann. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit der Kraft natürlich von Berlinale. Ja. Ja, ja, das heißt, das habe ich nicht mit dem Teddy gemacht, sondern der Teddy ist hinterher ein Preis. Und gerade diese asiatischen Länder sind wahnsinnig erpicht auf Preise. Das heißt, sie kriegen dann einen schwul-lesbischen Preis und sind wahnsinnig stolz auf den Preis und müssen sagen, der ist schwul-lesbisch. Also solche Elemente. Ja, ja. Nun warst du in den Ende der 70er in San Francisco, danach in Berlin. Das waren ja nun die Städte, wo die AIDS-Krise im Prinzip explodierte in diesen, wie du es gerade geschildert hast, in diesen schwulen Communities, die sich gebildet haben. Hast du das in dem Moment schon gespürt, gemerkt, gefühlt? Wurde plötzlich das Matratzenlager in der Kommune leer oder war das eine Explosion, die so im Geheimen
passierte, dass du davon auch überrascht wurdest? Naja, in San Francisco ist man überrascht worden. Das war, also ich war 78, 79 auf 80 war ich in San Francisco. Das war genau der Zeit, in der sich alle Leute angesteckt haben. Eben. Aber man noch gar nicht wusste, dass es das gibt. Dass ich nicht angesteckt bin, liegt wahrscheinlich darin, dass ich schon sehr früh antipenetrativ unterwegs war und wollte nicht gefickt werden. Das habe ich dann erst später entdeckt. Das hat mir wahrscheinlich schlicht und ergreifend das Leben gerettet. Ne? Also das ist keine Frage. Aber das war ja politisch inkorrekt, sich nicht penetrieren zu lassen, um darauf nochmal zurückzukommen. Nö, das war lediglich eine Spielart. Ach, das durftest du dir rausnehmen, ja? Dass du das, ja, okay. Da war kein Zwang. Nee, aber das heißt nee, aber, tatsächlich, das Spaß ist, wirklich, beiseite. Ist wirklich so, ja. Also, das hat dir das Leben gerettet, dann? Ja, zu sagen, ich bin bis heute ungetestet. Und was hat das dann mit deinem Leben und deiner Art zu leben in den 80er Jahren getan? Das ist ja, wir können es ja kaum nachvollziehen, die wir in den 80ern nicht sexuell aktiv waren und in so einem freien Liebeleben gelebt haben. Naja, das war einfach die Erfahrung, dass die erste große Befreiungslage oder das erste große Gefühl, dass man ein Teil der Bevölkerung ist, dass man überhaupt Bevölkerung ist, dass man präsent ist, dass man langsam begriffen wird. Die Tagesschau konnte noch nicht schwul sagen damals, aber immerhin haben sie homosexuell gesagt. Weizsäcker war ja der Erste, der überhaupt das Wort homosexuell im Zusammenhang mit den Opfern des Nationalsozialismus zum ersten Mal in den Mund genommen hat. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr genau das war. Es war sehr viel später. Von daher war da zwar noch nicht viel erreicht und trotzdem war im Volk, möchte ich mal sagen, diesen merkwürdigen Begriff benutzen, war das schon sehr viel weiter gediehen als in der Politik. Und in dieser Zeit des Hedonismus, des Feierns, des auch Zeigen nach außen, dass Schwule einen Lebensstil haben, von dem die anderen was lernen können, das hat ja immer schon ein bisschen funktioniert, Mode und so weiter, in dieser ersten Hochzeit des Normalitätsgefühls von Schwulen kam die Todesnachricht. Und die hat halt reingehauen, da starb um dich herum eben, also auch zwei Lebensgefährten, zwei echte Liebhaber, Freunde, langfristige, mit denen ich jetzt noch zu tun hätte, sind da auch gestorben, die ich begleitet habe und so weiter. Also da hast du eine Situation, dass zum ersten Mal etwas gesellschaftlich passiert ist, was jetzt tragen soll und das dadurch wegbrach. Gleichzeitig aber hat die Todesnachricht, die schwule Nachricht in die Bevölkerung so hineingetragen, dass zum ersten Mal auch ein Mitgefühl entstanden ist für Schwule, vor allem Schwule, also Lesben waren damals kaum betroffen erstmal. Und das hat emanzipatorisch sehr viel bewirkt. Ja, also plötzlich ist die Gesellschaft mit Schwulen umgegangen, weil man konnte ja gleichzeitig, wenn man schwul sagt, auch tot sagen. Und das erinnerte uns natürlich an die Filme, bis den End-70ern waren die Schwulen ja auch zum Schluss immer tot. Die Lesben wurden wahnsinnig und die Schwulen waren meistens tot. Und das war man also schon dran gewöhnt, diese Kombination mitzulesen. Und als es dann Wirklichkeit wurde, hat sich tatsächlich, also Rita Süssmuth beispielsweise, ne, hat sich in der Politik eben auch viel empathisch plötzlich bewegt für Schwule. Und was hat das mit dir persönlich gemacht, wenn jetzt der Bekanntenkreis, es sterben enge Freunde, auch künstlerisch, es gab einen Flächenbrand im Prinzip. Viele Talente, die heute groß, groß, große Namen wären, sind gestorben. Was hat es in dir bewirkt? Ist es nicht so, also wenn ich mir das in der Theorie vorstelle, denke ich, da kann man doch dann nur entweder asexuell werden oder monogam. Naja, Monogamie war sicherlich keine Lösung. Das war nur für die eine Lösung, die dachten, dass Monogamie eine Lösung wäre. Aber das war für niemanden eine Lösung. Ein drüber. Weil Monogamie ist, naja gut, vielleicht gibt es ein paar Leute, die leben können, aber das sind wenige. Guck dich nicht so mitleidig an, ich bin das nicht. Nein, ich meine, ich guck dich nicht mitleidig an. Aber das ist tatsächlich eigentlich ein Extremfall des Verhaltens. Deshalb war das eigentlich eher eine Falle. Aber was ja, wenn man sich darauf rein verlassen hat. Ja gut, aber worauf hast du dich verlassen? Du sagst ungetestet. Ich meine, ist man da nicht dann in Panik alle 3 Wochen zum Test gerannt?
Erstens konnte man nicht zu den Tests rennen am Anfang, weil es den noch gar nicht so gab. Ich habe im Übrigen bei Untersuchungen mitgemacht, da ging es um das Tropeninstitut in Berlin, hat sehr früh, als den Begriff AIDS noch gar nicht gab, schon Tests gemacht mit schwulen Männern, um da herauszufinden, was das ist. Also da habe ich am Anfang auf jeden Fall sehr, sehr medizinisch auch mitgemacht, aber die, also sobald wir kapiert haben, was man machen muss, um nicht infiziert zu werden, oder was man machen muss, um die Infektion nicht weiterzugeben, falls man infiziert ist, sobald das klar war, ging es nur noch darum, sich so zu verhalten. Kondome am Anfang. Kondome und es geht nach Toiletten. Und in dem Film Westler, der halt 84 konzipiert und gedreht wurde, war quasi AIDS einfach schon irgendwie da, aber noch nicht richtig da. Mhm. Und ich habe dann, als der Film fertig war, war es viel griffiger als kurz davor. Und ich hatte in diesem Film keinen Bezug drauf genommen und habe deshalb gesagt, okay, ich muss eine Reihe von Safer Sex Promotion Videos machen. Beziehungsweise ich habe gedacht, ich muss an die sexuell aktiven Leute rankommen. Es gab damals schon so Bestrebungen, AIDS-Hilfe hat sich ja gegründet und so weiter, zu sagen, ihr müsst jetzt Kondome benutzen und so weiter. Man muss sich vorstellen, Kondom war ein extrem heterosexuelles Element. Das hatten wir, das kam gar nicht vor im schwulen Leben. Und wie kriegt man das jetzt plötzlich sexualisiert? Das war eine sehr schwierige Aufgabe. Und du kriegst ja nur was sexualisiert, wenn das wirklich auch so funktioniert, dass man nicht nur denkt, sondern es auch tut. Und da war meine Idee, kleine Pornos zu machen, die den Gummi im Gebrauch zeigen, weil die Pornoindustrie hat zu dem Zeitpunkt nur unsafen Sex gezeigt. Also man hat auf allen Leinwänden, in den Saunen und überall hat man sozusagen gesehen, wie sich die Leute umbringen. Und ich bin dann zu den Gummifabrikanten und zu den Videoverleihern und so weiter und habe gesagt, hier, die Leute sterben, eure Kunden sterben euch weg. Gebt mir Geld, dann mache ich euch eine Reihe von sexy kleinen Filmen, die man überall zeigen kann, die man auch vorspannen kann, vor die Kaufvideokassetten beispielsweise, wenn dort kein Safer Sex gemacht wird. Und das ging aber, hat sich dann über fast 3 Jahre hingezogen, weil niemand Geld geben wollte. Aber ich habe das Versprechen gekriegt von diesem Verleih, dem größten in Europa, der ist Gero. Gibt es, glaube ich, nicht mehr in Düsseldorf. Oh, den kenne ich noch. Ja. Die haben quasi alles dominiert. Ja. Und die haben mir dann immerhin gesagt, okay, wenn du es hinkriegst, die Dinger so zu machen, dass sie sexy sind, dann spielen wir sie auf, ja, auf unsere Industriekassetten. Und schließlich habe ich dann die Deutsche AIDS-Hilfe dazu gekriegt, das zu bezahlen. Wir haben viel mehr gemacht, als wir Geld dafür bekamen. Und die haben tatsächlich diese kleinen Clips aufgespielt auf diese Industriekassetten. Wir haben auch einen längeren Porno gemacht, der richtig, auf den bin ich heute noch stolz, der ist wirklich super. Den konnte man dann umsonst mit ausleihen. Damals ging man ja in diese Sexshops und hat sich VHS-Kassetten ausgeliehen. Dann konnte man den mitleihen, musste den dann wieder zurückbringen. Naja, auf jeden Fall, das war quasi dann die Aufgabe 88, 89. Direkt zum Mauerfall waren die Dinger fertig. Du hast das, Lars. Du hast die Energie, die du hattest, dann gewinnbringend, nicht finanziell, sondern gewinnbringend für die Community eingesetzt und hast diese Safer Sex Pornos produziert und sie wurden gesehen und sie wurden hoffentlich nachgemacht von vielen. Aber nochmal zurück zu dir. Wie war denn dein Verhältnis dazu? Weil du warst ja auch nicht gewohnt, Kondome zu nehmen. Du warst ja im Prinzip freie Liebe und. Und plötzlich greift da so eine Todeshand in den Liebesakt. Wie reagiert Wieland Steck darauf? Das kann ich dir gar nicht mehr so richtig sagen. Ich meine, es war eine psychologische Situation. Es war eine. Mir war klar, ich werde nichts tun, dass ich es weitergebe, falls ich es habe. Ich wollte es auch nicht wissen, weil das damals eine Todesnachricht war. Ich habe Leute dran verrecken sehen, bloß weil sie die Nachricht hatten. Ja? Ich habe auch Leute verrecken sehen an den Medikamenten, die es damals gab. Da kannst du gleich eine Meisterpropper schlucken. Ja? Ja. Also das war eine Situation, die wirklich nicht einfach war. Das richtig einzuschätzen, war quasi gar nicht möglich. Das heißt, du hast dich auch an die Safer-Sex-Regeln dann gehalten und das konsequent. Absolut. Naja gut, das ist ja genau. Vor allem, ich habe das ja auch sexy, versucht, sexy zu machen. Ja. Also nach außen. Das stimmt. Das ist der Punkt. Also ich habe den einen Film sogar noch in Erinnerung, da war ich dann höchstwahrscheinlich so in meinem 15, 16, 17
Experimentierphase und diesen einen Porno habe ich noch direkt vor Augen, mit diesem, wo der zum Automat geht und einen Gummi zieht und der eine war dunkel, der andere war blond und den dunklen fand ich super und so. Also das habe ich noch, habe ich noch jetzt auch auf deiner DVD gesehen, den Film, und mich daran wieder erinnert. Ich hatte es natürlich inzwischen vergessen. Schnitt. 2012 wurde dir das Bundesverdienstkreuz verliehen, was ja nun nicht jedem schwulen Aktivisten in Deutschland verliehen wird. Das ist ein Zeichen gewesen, das interpretiere ich jetzt einfach mal so, dass deine Arbeit über die Jahrzehnte in der Gesellschaft wahrgenommen wurde und respektiert und gewertschätzt wurde. Das sage ich jetzt mal so allgemein. Aber was würdest du sagen, was du erreicht hast mit deiner Arbeit? Bist du den 1:1 der Lobeshymne sozusagen, würdest du dem einstimmen? Oder würdest du sagen, wie würdest du es beschreiben? Was hast du erreicht in deinem Leben bis heute? Naja, erst nochmal zu diesem Bundesverdienstkreuz. Das ist ja eine komische Sache. Damit rechnet man erstens nicht als alternativ lebender Mensch. Zum anderen war das eine Phase, in der mehrere Kreuze an schwule Aktivisten verliehen wurden, und das war der Bundespräsident Wulff, der auch den Islam ins Land holte, sozusagen mental betrachtet. In der Zeit war eine sehr große Offenheit da, zu sehen, wer sich den Arsch aufreißt und damit kein Geld verdient, sondern gesellschaftlich nur unterwegs ist. Und da hat, ich glaube, Wolfgang Theis hat eins vom Schwulen Museum und so weiter. Also mehrere Aktivisten haben in diesem Zeitraum dieses Kreuz bekommen, und deshalb konnte ich das auch annehmen, weil ich dachte, okay, wenn die Gesellschaft jetzt so weit ist, dass sie kapiert, dass sie versagt gegenüber einer Minderheit, und die Leute aber dafür mit ihrem Ehrendings behängt, die dieses Versagen überbrücken. Das kann man ja heute auch wieder bei den Freiwilligen, die bei Flüchtlingen beispielsweise aktiv sind und so weiter, wo der Staat das gar nicht schaffen würde ohne, beziehungsweise es eben nicht schafft ohne. Das ist eigentlich so eine Ehrung, die du dann gar nicht so sehr persönlich nimmst, sondern du siehst einfach, jetzt ist die Gesellschaft so weit, diesen Schritt zu gehen, und den nimmt man dann eben an. Natürlich, aber was hast du für dich jetzt im Resümee, wenn du zurückblickst, was hast du erreicht, was würdest du sagen, was dein Verdienst war? Nicht abstrakt, sondern konkret. Ich meine, ich erzähle ja die ganze Zeit irgendwas, und irgendwas kommt dabei raus. Ne? So. Also das, was dabei rauskommt, ist im Prinzip möglichst viel natürlich, aber ich könnte das jetzt nicht so. Also das heißt, du würdest eher sagen, dass die, oder das, ich will es nicht interpretieren, aber ist es eher eine kulturelle Bewusstseinsänderung, ganz groß gesagt, oder ist es eher was Konkretes, wo du sagst, also, weil wir den Film gezeigt haben, ist die und die Person irgendwie nicht tot? Das ist beides richtig. Also es geht schon, im Grunde geht es um Gesellschaftsgestaltung, auf jeden Fall dabei, durch kulturelle Arbeit. Ich meine, wir sind ja, wenn wir oft geboren werden, würde ich mal behaupten, xenophob und wollen eigentlich, jedes kleine Baby will schon sich nur schützen und ist wahnsinnig charmant, damit die anderen eben nichts tun und was nicht. Wenn man das psychologisch betrachtet, dann kommt so eine Phase, wo das Baby total wütend ist, weil es merkt, dass es nicht allein auf der Welt ist. Dann kommt so eine Phase, da möchte es, dass alle so sind wie es selbst und darüber wütend ist, dass das nicht funktioniert. Das sind Phasen, die alle später im Leben wiederkommen. Sieht man an Trump beispielsweise, der hat diese Phasen aufs Schärfste erlebt, der die gerade mit seinen 70, er hält sich ja für 30, aber in Wirklichkeit ist er wie ich 4. Okay, nicht wie ich. Okay, also diese psychologischen Situationen, die muss man immer irgendwie mitlesen, wenn man auch Gesellschaftsentwicklungen anschaut. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Du hast mal gesagt, ein Zitat ist, hoffentlich stimmt, du warst dein Leben lang beschäftigt, die Umwelt zu verführen, damit du leben kannst. Das, ich glaube, das können sehr viele Schwule teilen.
diesen Gedanken. Du versuchst dich eigentlich so zu verhalten, deshalb sind ja die klassischen Berufe immer schon Diplomatie und Mode und sowas, alles künstlerische Sachen. Nicht, weil schwule Leute künstlerischer wären als andere, sondern weil man diese Elemente nutzen kann, die Welt sozusagen freundlich zu stimmen, sich selbst gegenüber, wenn herauskommt, dass man etwas ganz anderes ist, als die normalerweise bewerben. An der Stelle denke ich, dass die Filme alle einen Werbeeffekt haben oder einen Verführungseffekt haben. Beispielsweise bei Westler war ganz klar, ich würde diesen Film im ZDF zeigen, die DDR würde ihn gucken. Ich muss diesen Film also so anfangen, dass die Leute eine Weile dabei bleiben, bis sie merken, dass das eine schwule Geschichte ist. Wenn sie merken, dass es eine schwule Geschichte ist, muss das Problem Ost-West schon so heftig sein, dass sie dabei bleiben. Also du denkst natürlich, es ist Dramaturgie, ja. Du denkst natürlich drüber nach, wie das Publikum damit umgeht und welches Publikum du da haben könntest für einen Film. Hast du denn dein Privatleben auch dramaturgisch gestaltet? Wahrscheinlich schon. Also das ist aber schwer selber zu sagen. Du bist ein Typ, der natürlich, also du bist ein Liebling von allen. Egal, wen ich gefragt habe, alle schwärmen. Dieser Verführungsgedanke funktioniert, von außen betrachtet. Wird das schwerer mit dem Alter? Ist Altern für dich ein Punkt, wo du sagst, na, irgendwie war meine Verführung schon mal stärker? Also, ja, da kommt drauf an, was man jetzt mit der Verführung natürlich erreichen will. Will man da ein konkretes Ziel erreichen oder einfach nur gestalterisch unterwegs sein? Es fällt mir schwer, da was Gescheites drauf zu sagen, muss ich sagen. Anders gefragt, ist Altern eher ein Problem oder ist das eine schöne Entwicklung, die jetzt in ein tolles neues Leben führt? Stichwort Alterspubertät. Ja, also Altern fängt für mich ja gerade erst an. Na, noch nicht. Also ich bin. Doch. Ich bin jetzt genau in dem Moment, in diesem letztes Jahr und dieses Jahr bin ich damit beschäftigt zu sagen, so, jetzt habe ich eine Phase von Altwerden vor mir. Mit der ich mich bisher sehr wenig beschäftigt habe. Das heißt, ich habe damals keine Rollenmodelle gehabt und habe jetzt auch Schwierigkeiten, welche zu finden, wie man das macht. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil bisher habe ich ja immer irgendwelche Auswege gefunden, also vertraue ich mir, dass das auch klappen wird, aber ich weiß es nicht wirklich, dass man weiß es erst hinterher. Du wirst es nicht glauben, aber meine Haare sind nicht echt. Darunter ist im Prinzip eine Glatze. Wenn ich dich sehe, Wuschelkopf, jugendlich, also wir können uns alle nur wünschen, mit 39 so auszusehen wie du. Vielen Dank. Insofern denke ich, dass dieses Abenteuer Altern gut ausgehen wird. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Es ist für jeden eine Herausforderung, der das Verführen auf allen Ebenen professionalisiert hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so ohne ist. Wie schön, dass wir jetzt beim Altern gelandet sind. Wie komme ich da jetzt nochmal? Einen Schlenker möchte ich noch machen, und zwar noch einmal zum Teddy. Und zwar die Frage, es gibt inzwischen ja bei allen großen Festivals schwule Sonderpreise oder einen schwulen Preis oder was auch immer. Aber die Berlinale war ja das erste große Hauptfestival, was einen schwulen Preis so in den Fokus gesetzt hat. Ist das jetzt eine gute Entwicklung, dass überall schwule Preise raufpoppen? Oder ist das etwas, was diese Alleinstellungsmerkmal des Teddys ein bisschen mit kaputt macht oder konkurriert oder? Nee, das ist absolut gut. Allein das erste Festival, das diese Idee nachgemacht hat, war das Festival in Kiew, und zwar in den Mid-90ern. Da war die Mauer gerade erst gefallen und so weiter, und dort war sehr viel positivere, sehr viel transparentere, sehr viel tolerantere Stimmung im Land, als es heute ist. Vor 2 Jahren bei diesem Filmpreis, der übrigens heißt Lollipop? Nee, Lollipop ist der Preis von Exposed Festival, oder Lolli heißt der, glaube ich. Exposed Festival ist ein anderes Festival, das auch aus dem Panorama heraus gemacht wird in Berlin. Aber so ähnlich. Funny Bunny oder so, oder Sunny Bunny, sowas. Also so ein Preis, auch so ein Name wie Teddy ja auch, dass man gleich sozusagen freundlich gestimmt ist. Dieser Baby-Effekt von vorhin ist da auch mit drin. Man ahnt da nichts Böses sozusagen. Also mit diesen Medien, mit dieser Art müssen wir eigentlich durchs Leben gehen.
Auf jeden Fall Kiew 95, ich war auch dort, haben sie diesen Preis zum ersten Mal gemacht. Es war sensationell. Und in der Zwischenzeit haben sie sehr viel mehr Gegenwind, als es damals war. Und vor 2 Jahren war Michael Stütz, der einer meiner engsten Mitarbeiter ist im Panorama, dort in der Jury. Und die haben das Kino angezündet, Rechte haben das Kino angezündet, während die Jury da drin saß und einen Film gesehen hat. Und sie haben von außen die Türen zugehalten. Ja? 2 Jahre her, das Kino ist abgebrannt, wird jetzt wieder aufgebaut gerade. Also das ist so haarig, wie man sich es überhaupt nur denken kann. Und das ist auf der ganzen Welt so. Und dieser Preis, den gibt es inzwischen. Als nächstes kam Venedig. Und dort heißt es Queer Lion, aber den kennt kein Mensch. Und das ist natürlich doof, weil wenn den keiner kennt, dann nutzt er natürlich wenig. Also die schaffen es nicht, sozusagen die Presse für sich einzunehmen. Das haben wir natürlich besser geschafft, einfach deshalb, weil der Programmmacher wie ich ja quasi auch die Filme auf die Leinwand wirft. Und dort muss man halt gucken, wie man überhaupt ins Kino kommt. Dasselbe gilt für Cannes. Da ist die Queer Palm, die hat dieses Jahr ein bisschen mehr Resonanz bekommen, aber die machen das auch schon 8 Jahre. Aber ich musste den Teddy auch 10 Jahre machen, bevor die Presse da überhaupt mal ansprang oder der Direktor des Festivals überhaupt zum ersten Mal kam nach 10 Jahren. Guck. Von daher man muss es einfach durchhalten. Das heißt, die Kultur, die was Erreichtes jetzt weiterträgt, auch ohne deine aktive Mithilfe jetzt in den nächsten Jahren, die Maschinerie läuft höchstwahrscheinlich in diese Richtung. Aber glaubst du, dass das Bestand hat? Oder ist es so, dass, wie soll ich sagen, dass die Schwulenbewegung, also wenn du uns erzählt hast von Kommune und so und heute dieser, alle wollen heiraten und alle sind wieder so konservativ und Trump, du hast ihn erwähnt, in Amerika werden die Rechte beschnitten. Wie würdest du es prophetisch sozusagen sehen, ist die Bewegung so stark, dass es über die Widerstände weiter in die richtige Richtung geht oder kann es alles wirklich schnell wieder zerstorben und kaputt gehen? Naja, beides würde ich sagen. Es kann natürlich, es wird zurückgerudert, es kann viel zerstört werden. Gleichzeitig gibt es sehr viele junge Leute, die sich das nicht wieder vom Brot nehmen lassen werden. Es ist eine sehr aktive Szene, die sich zum Teil selbst zerfleischt, hatten wir es vorhin schon mal davon. Aber das ist nicht der wichtige Punkt. Der wichtige Punkt ist tatsächlich, dass sehr viele Leute einfach, ich meine, guck mal nach Polen, als die Frauen auf die Straße gingen. Jetzt in Ungarn wird auf die Straße gegangen. Wir haben in Griechenland, wir haben also mehrere Elemente, wo die Leute einfach nicht mehr mitmachen. In den USA gibt es eine Menge Demos. Von daher denke ich nicht, dass das so leicht wieder die Zahnpasta in die Tube zurückgedrückt wird. Okay, das ist ein tolles Resümee und du hast entscheidend dabei getragen. Du bist eine der Personen, die wir toll finden können für das, was du gemacht hast. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute Abend hier warst. Und wir werden dich weiterhin immer als Vorbild im Auge behalten. Du bist nicht von der Bildfläche verschwunden und insofern in diesem Sinne. Vielen Dank, Wieland Speck. Danke dir für die Einladung. Dankeschön. Es war ganz toll, diese Perspektive zu hören, weil ich finde ja immer am wichtigsten, dass jemand hier sitzt, der was erzählt, was in den Köpfen derer, die es nicht erlebt haben, mit hängen bleibt. Das haben wir heute Abend geschafft. Ich versuche natürlich jetzt diesen guten Eindruck mit meinem Abschiedsgesang wieder kaputt zu machen, aber das ist auch eine liebe Tradition und besonders jetzt vor der Sommerpause. Werde ich natürlich. Ja, natürlich. Warte, ich komme sofort mit dem Mikro zu dir. Wer Fragen hat, habe ich schon fast vergessen. Eine Tradition bei Tatjana und Gästen, dass die Gäste auch Fragen stellen. Bitte schön. Also Westler und Osten ist ja jetzt eine Weile her. Und du uns ja einig. Hast du jetzt wieder einen Film? Mit fast der Zeit? Also nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, ist das der Plan? Hast du da Lust drauf? Nee, ich habe nicht wirklich einen Plan, aber es wäre eigentlich eine natürliche Folge. Ja. Dass ich da wieder hingehe in die Richtung, aber ich kann es im Moment nicht sagen. Der letzte Film war von 2000, da ging es um Erika und Klaus Mann, die ältesten Kinder von Thomas Mann, die Anti-Nazi-Kämpfer waren, während die Nazis hier gerade die Macht übernommen haben, sind die rund um Deutschland getourt und haben Kabarett gemacht. Interessante Geschichte, also solche Geschichten gibt es noch viele und da denke ich, wenn ich es hinkriege, würde ich auch gerne wieder mal einen Film machen. Hoffen wir. Danke. Ihr Lieben,
Tatjana, ach, und schreiben, warte, Jule, Moment. Ich fände es wichtig, wenn er schreibt. Kann passieren, ich weiß es im Moment noch nicht. Im Moment löse ich erstmal das Berlinale-Programm auf für mich und gucke, wie es dann weitergeht. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich finde auch, er sollte schreiben. Nein, Film machen, ist er doch. Wir werden ihn im Auge behalten, den Wieland. Und wir werden in einem Jahr hier wieder sitzen. Bleib sitzen, lieber Wieland, weil das Abschiedslied hat natürlich auch was mit dir zu tun. Insofern, meine Lieben, ich darf mich verabschieden und danke für die schöne erste Saison hier im Rauchstolz. Ich danke natürlich Rob van Rey hier an der Technik, der uns hier seit September begleitet hat, alle 14 Tage. Ich danke unseren beiden Engeln an der Bar, die hier für euer leibliches Wohl zuständig sind. Ich danke Lance, der hier mir diese Bühne verschafft hat und gesagt hat, ja, mach mal. Und insofern ist alles toll. Wir sehen uns wieder am 1.9. Also insofern ist jetzt wirklich eine längere Pause. Und um mich gebührend zu verabschieden, habe ich jetzt ein Lied, was der Rob hoffentlich ganz laut starten wird. Vielleicht. Ja. Vielleicht auch lauter. Der Kurs ist ganz normal, da werden wir Mannes und Mamas sein. Die Shows sind zu Ende und hier war richtig gut. Denn zu so einem Auftritt gehört eine Menge Mut. Aber schön war es kaum, aber schön. Und ich möchte es noch einmal.